So, und weiter geht's mit Pokémon Feuerrot Edition. Ja, jetzt gehen wir einfach mal hier durch und ich habe vergessen. Ah, genau. Rokachi, soll ich den weitermachen oder soll ich jetzt Cliffhoth ein bisschen weiter? Oh, Celia. Celia braucht nur noch ein bisschen. Ja, komm, dann machst Celia mal etwas. So, und da müssen wir nicht mehr, da waren wir schon, ja, im letzten Part, deswegen gehen wir mal hier runter. Und kämpfen gegen ein wildes Pokémon. Und das ist ein bisschen, das fetzt mir gerade die Ohren weg, so. So schon viel besser. Und natürlich kommt ein Kleinstein, wenn Celia vorne ist. Ich meine, ist ja logisch. Mankey ist viel besser, denn ich mag. Na, okay, eigentlich ist Rimun besser. Aber egal, ein Karate-Schlag sollte rauschen. Jo, nein, fast. Egal, dann machen wir einfach mal weiter. Naja, Kratzer wird auf jeden Fall jetzt nicht mehr reichen. Und warum? Ich habe schon mehrmals angesprochen, warum kann Kleinstein leben so? Das bringt doch ihm nichts. Also ihm persönlich nichts. Und Level 9 erreicht. Nix auf Verteidigung, das ist schlecht. Und Mankey erhält 49 E-Punkte, aber. Nee. Naja, okay, dann kommt wieder Rokkaji nach vorne. Ich nenne lieber Rokkaji statt Rokkaji. Einfach deswegen, weil ich ihn so auch umbenennen würde. Ja, komm. Was hast du denn? Hey, stell dich da rum! Na, hab ich gar nicht getan, aber okay. Okay. Dun, dun, dun. Ein Magnetilo. Uff, das ist nicht so schön. Da ich jetzt kein Feuer-Pokémon habe. Oder ein Boden-Pokémon. Metall-Sound. Ist das so wie Kleiderschrei? Ne, fast. Also die Spezialversion quasi. Und da du nicht viel wiegst, hat das. Hat. Oh, Stahl? Okay, das wusste ich jetzt erst, wie das Kampf gegen Stahl effektiv ist. Tja. Ach nö, Volteball. Dann kommt Rokkaji. Und der macht dann. Ja, was macht er? Erstauner. Ja, doch. Erstaunen. Na, das ist nicht so schön. Denn wenn du. Ja, okay, eigentlich wäre es logisch, wenn Volteball schon Elektroattacken kann. Wobei, ich weiß nicht, ich hatte nie. Ich habe mich nie auf Volteball konzentriert, um ehrlich zu sein, dass ich das jetzt wüsste. Naja, schauen wir einfach mal nach. Und das ist nicht schön, dass du meine Verteidigung senkst. Zumindest sehr stark senkst. Okay, mehr kann ich ja sowieso nicht senken, von daher. Bam, so heißt er. Kannst du dich danach noch einen Kleiderschall einsetzen? Oder Ladevorgang? Damit kann ich auch mitleben. Sag mal, kannst du auch was anderes oder sind das wirklich deine einzigen Attacken? Das ist mir egal. Komm. Und. Oh mein Gott, Tackle, das wird. Boah, das hätte wirklich viel abgezogen eigentlich. Haha. Und Rokkaji. Rokkaji ist Level 11. Wunderbar. Wunderbar. Und Superschall erlernt. Das ist sehr gut eigentlich. Jetzt kann Rokkaji auch ein bisschen selber hier kämpfen. Haha. Und hier ist ein Item. Und hier drin ist ein Sonderbonbon, das ich aber nicht geben. Ja, nö, werde ich nicht nutzen. Dum, dum, dum. Okay, gut. Rokkaji. Da kannst du gleich mal deine neue Attacke ausprobieren. Die natürlich nicht sofort trifft. War ja zu erwarten. Bei Gegnern natürlich schon, aber bei mir halt nicht, ne? Ist, ich meine. Ja. Eh scharf. Komm, jetzt auch nicht. Finde ich schön von dir. Finde ich sehr gut von dir, Rokkaji. Ehrlich. Komm, jetzt aber. Wobei, ich glaube, ich werde die letzte Silbe ändern. Zu Kaze. Kaze. Also sprich Wind auf Japanisch. Ja, Wind auf Japanisch, nicht für Japanisch. Ah, nein. Egal, dann Erstauner. Und weh, du bist. Ja, natürlich bist du nicht mehr verwirrt. Was soll der Scheiß? Wenn ich einen Special erleide, dann ist das Pokémon bis zum Tode halt verwirrt. Egal wie lange das dauert. Selbst wenn es. Selbst in Chanera. Wobei,
Chanera hat, glaube ich, keinen hohen... Hat Chanera einen hohen Verteidigungswert oder was? Ach, ja. Warum weiß ich nochmal Super Schreien? Ich weiß nicht. Aber hatte Chanera einen hohen Verteidigungswert oder Spezialverteidigungswert? Das weiß ich jetzt nicht. Ich meine, was... Ich weiß nicht. Ich weiß nur, einer der beiden Werte auf jeden Fall sehr hoch. Und halt die HP auch. Und du bist zurückgeschreckt. Das ist nicht so schön, da du verwirrt bist immerhin. Und da hättest du halt die Chance... Okay, ich nehm's zurück. Ein Superschall. Und die Attacke... Ach, und die Attacke. Der Kampf dauert noch länger als... Als hätte ich keinen Superschall überhaupt. Also zumindest so, wie ich gerade kämpfe. Dum, 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 dum. Und da der Scheißer da eigentlich immer eingesetzt hat, das Einigler, hilft das auch nicht wirklich, die Verwirrung. Aber das hilft ein bisschen wenigstens. Dann heile ich mich wenigstens. Und natürlich bist du nicht mehr verwirrt. Egal. Dann mach ich nochmal einen Blutsauger. Einfach weil ich's kann. Ne? So. Dum, da, dum. Und noch ein Einigler. Wie viel ist das jetzt? Der fünfte oder schon der sechste? Werden wir beim nächsten Einigler herausfinden. Und schon. Ja, ich. Irgendwie. Aua. Das ist nicht so gut. Der hat mir jetzt 5 KP abgezogen. Das heißt, jetzt sollte ich noch nicht besiegt sein. Eigentlich. Aber. Natürlich macht er einen Volltreffer. Das war irgendwie zu erwarten. Ich hab's wirklich schon irgendwie gedacht, dass der macht natürlich einen Volltreffer. Na, dann packe ich mal den Clifford raus. Damit er auch noch ein bisschen leveln kann. Und packe danach sofort Rimun raus. Ja, doch. Dankenhieb. Den Tackle wäre zu dumm. Und das ist natürlich sehr effektiv. Sogar vierfach. Also doppelt effektiv. So eher gesagt, nicht vierfach. Beziehungsweise macht vierfachen Schaden. Aber ich gehe mal wieder zurück zum Pokémon Center. Yay! Weil Rokkaji besiegt ist und das ist nicht so schön. Aber hier ist ein Paras. Ja, aber komm, den machst du jetzt auch fertig. Natürlich machst du keinen. Na. Ja, okay. Jetzt wäre mir egal gewesen, wenn er paralysiert wäre. Da ich jetzt sowieso wieder zurücklaufe zum Pokémon Center. Dum, 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 dum. Und ja, irgendwie laufe ich viel zurück, aber naja. Auch gut, ne? Aber ich glaube, ich mache gleich einfach durch. Also ich renne es einfach gleich durch und setze Schutz ein und bla. Und kämpfe halt nur gegen die Trainer. Irgendwie halt so, ne? Und du bist paralysiert, natürlich. Ja. Du kannst mich nicht nochmal paralysieren. Du bist eine Arschkuh. Und natürlich klappt's jetzt. Jetzt, wo ihr keinen Stachelspore einsetzt. Suspicious. Ja, komm. Dum, dum, dum. Mann! Naja. Geodude. Ich mag den englischen Namen irgendwie. Okay, das klang ist komisch, der Ruf. Oh, ich wollte schon sagen. Was? Paralysiert. Habe ich ganz vergessen. Dum. Dum, dum, dum. Erhöhe durch deine Verteidigung. Die wird sowieso jetzt keinen Einfluss drauf haben. Aber die Paralyse hat einen Einfluss darauf. Das ist auch sehr schön. Mach ruhig Leben, Sula. Also, ich habe kein Problem damit, aber das ist. Das hilft dir nicht wirklich. Glaube mir. So. Dann gehen wir mal zurück. Dum, dum. Ach, ja. Dum, 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 dum. Gehen wir einfach mal. Willkommen. Und ich will nichts dafür haben. Sie hat meine Pokémon. Okay, das war gerade ein bisschen offbeat, aber egal. Denn wichtig ist ja nur, dass wir jetzt hier weiterkommen, endlich. Aber dann setze ich auch die Schutz ein, die ich gekauft habe. Nein, ich glaube, es geht sogar nicht mal. Aber, so. Kämpfe ich mal gegen dich, Typi hier. Du erreichst Azuria City, wenn du es durch diese Höhle schaffst. Okay, kein Problem. Danke für den Tipp. Für diesen unglaublich hilfreichen Tipp.
Soll ich's machen? Ne, ich hol Celia. Ein Schnabel und du bist weg. Zwei Schnabel und du bist weg. So. Ja doch, siehst du, sag's doch. Und Trukaji und so. Ja. Nee, du bleibst diesmal draußen, weil Safkon, Verteidigung hoch, bla. Und Magnus heißt der Typi, okay? Verteidigung steigt. Das ist nicht so gut eigentlich. Nee, nicht so wirklich. Nein. Das ist nicht so wirklich gut. Aber... Du hast überlebt. Du verdammte Arsch, du überlebst mit einem KP. Das ist nicht so schön, weißt du das eigentlich? Und warum hast du es nicht zu einem Smetbo weiterentwickeln lassen? Ich meine, das ist ja viel sinnvoller. Und Smetbo kann auch Partner einsetzen. Ja. Traurig, aber wahr. Aber Rukaji kämpft jetzt mal. Und welches Level ist dein Raupi? Auch 10. Dann ein Superschall. Yo. Und natürlich verletzt du dich nicht selber. Naja, dann erstaune. Mal schauen. Oh, achso, Volltreffer. Okay, aber trotzdem gut. Und natürlich bist du nicht sofort verwirrt. Natürlich. Sinn. Ich mache es. Na. So, lass es 6 Runden sein. Gegner, eine Runde. Und nicht mal verletzen. Na klar. Ich auch. Oh, Rukaji. Du bist awesome. Ich liebe dich. Das hab ich nicht viel zu jedem meiner Pokémon, oder? Egal. Auch wenn du jetzt keinen Vortreffer gemacht hast, ich liebe dich. Schon allein für deine Weiterentwicklungen. Also für deine letzte Weiterentwicklung. Und nein, so knapp. Und ich hab verloren. You don't say. Ist hier... Da ist ein Item. Okay. Ja, ich renne jetzt ein bisschen. Ist hier oben auch noch was, oder? Ja, okay, dann. Dann laufe ich wieder. Hallo, ich grabe Fossilien hier am Mond. Weicher, hilf mir Rocco, der Arenaleiter von Marmoria City. Falscher. Haha. Ja, da hat man den Felsorden gesehen. So heißt es, genau. Ja. Aber der Typ hat da, glaube ich, nie gestanden, oder? Nicht so wirklich. Hallo? Na? Wow, hier drin kann man sich leicht verlaufen. Du bist im Kreis gelaufen. Du bist die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Warum? Oh, gut. Ganz Pokémon. Aber ist noch Gift, ich weiß nicht. Ich meine. Naja, egal. Okay, normaler Damage. Schade, schade. Egal. Ich hasse solche Attacken. Habe ich schon, glaube ich, gesagt, oder? Denn nicht dann. Was in meiner verlorenen Aufnahme. Deswegen ein Blutsauger. Yay. Zieht so viel ab. Aber Absorber sollte eigentlich ein Viertel Damage machen von der 1 KP. Aber ein Superschall jetzt mal. Mal schauen. Natürlich wird sich aber nicht schlagen, oder? Oder? Natürlich nicht. Ich meine, das wäre ja sonst irgendwie gut für mich. Aber naja. Komm, dann Erstauner. Und naja, hilft auch nicht wirklich. Aber mal schauen. Jetzt? Yay! Oh, das sieht hier, du siehst ja schon ein bisschen was ab. Und zurückgeschreckt. Und natürlich wirst du jetzt nicht mehr verwirrt sein, so wie ich Pokémon kenne. Nein, doch, du bist immer noch. Wow. Und du hast dich vor selbst verletzt. Und du hast sogar selbst besiegt vor Verwirrung. Das ist sehr gut. Und Rukaji hat Level abbekommen. Yay. Und Knopf Fensa. Das ist schon besser. Da ich mit Knopf Fensa jetzt ein bisschen saugen kann. Anklopfenser saugen, meine ich halt, ne? Naja, eigentlich sollte es doch effektiv sein.
Sind sie auch Gift? Als zwei Typ? Wenn das der Fall ist, ist es ziemlich scheiße. Ja, doch, das könnte man so sagen. Und setzt sich Weiterwachstum ein. Das hilft dir nicht wirklich. Du machst so oder so Viertel Damage. Mit einer Pflanzenattacke, von daher. Und ja. Ja, okay. Wenn du es weitermachst, dann bis zum letzten Mal, dann kannst du schon ein wenig abziehen, eigentlich. Aber. Na. Ich bezweifle es. Das hat sehr viel Sinn. Ich meine, du steigerst den Spezialangriff, der halt für spezielle Dinge ins Kirchen sind. Spezielle Typen in der dritten Generation. Aber greifst dann mit Wickel ein, einer physischen Attacke, die auf den Angriffswert drauf geht. Auf den Angriffswert basiert, meine ich. Ist logisch. Und du bist nicht mehr verwirrt. Natürlich bist du nicht mehr verwirrt. Schon wieder? Na, das merke ich ab, das habe ich gar nicht geachtet. 2 KP, okay, dann mache ich mal einen Superschall. Einfach, weil ich es kann. Und mal schauen. Verletzt dich selber. Und du verletzt dich selber, das ist doch sehr schön. Haha. So. Und ein Blutsauger. Und das sollte eigentlich jetzt reichen. Wenn nicht, dann... Ja doch, sag ich ja, das wird reichen. 198 und kein Level-Up. Schade. So, nein, so. Aber ich tausche mal Clifforth nach vorne, da ich es jetzt auch ein bisschen trainieren möchte. Und natürlich... warte. Ach ja, Clifforth ist erster, dann heißt ja, stärkere Pokémon können auftauchen. Oder gleich starke halt. Dann halt ein Mankey. Warum auch immer Mankey, ich weiß es nicht. Egal. Katze sollte es schon vernichten. Ja. Okay. Und natürlich ein Volltreffer sogar noch. Ja. Also, ne, dann packe ich lieber Rimun nach vorne. Ja. Einfach deswegen, damit halt keine Puppen kommen. Na komm, gehen wir mal da runter. Einfach um nachzuschauen, was da war. Auch wenn ich es eigentlich noch wissen sollte. Genau, 2 Items hier. So. Einmal Raub. 46. Ja, ne, dann müsste ich kämpfen. Deswegen erstmal hier. Ein Äther. Das ist sehr schön. Aber jetzt packe ich mal Clifforth nach vorne. Und werde wahrscheinlich auch zu Rimun wechseln. So. Wir drehen hier ein dickes Ding. Mach dich vom Acker. Okay. Mega. Und Zubat wird in den Kampf geschickt. Das ist nicht so schön eigentlich. Ja, okay, dann kommt trotzdem mit ihm nur nach vorne. Oh. Boah. Tut mir leid. So. So, ein Tackle mit einem Volltreffer. Wie immer, Rimun, ehrlich, ich bin sehr begeistert von dir. Für deinen Einsatz hier. Rettern. Clifforth. So. Nur wen wechsle ich. Nur wen nutze ich dann eigentlich? Nein, wobei. Ja, Bedroher. Macht keinen Unterschied bei Clifforth. Gehen wir einfach mal. Also nehmen wir wieder Rimun, weil er halt sowieso halt nicht vergiftet werden kann. Und das macht normalen Damage eigentlich. Deswegen, ja. Auch wenn sie Volltreffer war, hat sie wenig abgezogen. Okay, das zieht die Hälfte ab, das ist gut. Also fast die Hälfte halt. Deswegen, yo. Umwickel! Das finde ich irgendwie... Voller Wort... Nein, nicht Wortwitz, wie heißt das? Keine Ahnung. Und Clifforth erreicht Level 8. Yay! Und plus ein Angriff. Yay! Du bist eine harte Nuss, Kitty. Ne. Ja, okay. Stellen wir wieder zurück. So. Und, okay.
Ach scheiße, ich habe Cliff auf immer noch vorne. Und wenn jetzt kommt ein Super Devil 9? Ne, 8, okay. War wirklich zumindest meine erste Wahl, aber ich dachte mir so, nee, ein Level höher wird es sein. So, bist du auch auf Forschungsreise? Nein. Ich bin auf Durchreise. Wow, tut mir leid. Immer noch. Wieder. Bla. Ne? So. Jetzt kommt aber Mankey zum Einsatz. Yay! So, einfach mal. Bla. Machen wir mal einen Karateschlag. So, und natürlich. Oh, ein Volltreffer. Ich habe irgendwie voll das geile Team. Ehrlich jetzt. Volltreffer. Fast ein Volltreffer, ein nach dem anderen. So, und Mankey erreicht Level 15. Das ist sehr gut. Und Radfratz wird wieder eingesetzt. Aber dafür. Ich wechsle trotzdem wieder zu Kraus. Und wobei. Kurz nachschauen. 181. Ja, ist ja schön, wenn du auch mal selber jemanden besiegen könntest, aber. Naja, deine erste Angriffsattacke, abgesehen jetzt von irgendeiner TM halt, erlernst du erst mit Level 15. Von daher, das kann noch ein bisschen dauern. Haha! Tut mir leid für das Mitsum. Und wieder ein Karateschlag. Selbst wenn es kein Volltreffer ist, soll es eigentlich besiegt sein. Ja, sag ich ja. Und 60, okay. Und jetzt kommt ein Zubat. Da wächst ich wieder zu Cliffhorst. Ich glaube, ich werde Cliffhorst so bis Level 10 trainieren. Zunächst und dann kommt halt Celia Level 10. So, ja. Wieder Rimun. Und dann immer so halt stufenweise alle hochleveln. Ja, doch, das klingt gut. Das klingt nach einem guten Plan. So, Tackle. Ah. Einfach tot. Das ist doch sehr schön. 57, na, okay. Gaston. So ein Mist, verloren. Ja, das hast du gut erkannt, mein Junge. Gehen wir erstmal hier hoch. Und der Schutz wirkt nicht mehr. Sicher? Also irgendwie wirkt er doch. Suspicious. So, und Mondstein erhalten, okay. Aber, du Typ hier. Hi. Na? Hilfe, über... Ach, du bist ja nur ein Kind. Ja, gut bemerkt. Ich bin 10 Jahre alt. Ich kann dir nichts anhaben, selbst wenn ich es wollte. Rufus. Schöner Name. Erinnert mich an Final Fantasy 7. Und Mankey wieder. Yay! Komm, du machst jetzt mal ein Dingeskirchen. Ein Karateschlag. Da Fußkick nicht so gut sein sollte. Also effektiv wäre so oder so, aber ich meine, nicht effizient. Und Clifford erreicht Level 9. Mit keinem Plus auf Dingeskirchen. Auf Angriff wieder. Okay, dann kommt jetzt Clifford. Und dann kommt Immun in den Kampf. Ja doch, so machen wir's. Geht einfach einen guten Plan. Oha, du hast einen Volltreffer gemacht. How dare you! Komm, mach es fertig. Okay, ich hatte eigentlich mit einem Volltreffer erhofft. Gehofft. Aber das ist auch okay. Und Level 18. Oh, 12 Angriff. Ja doch, okay. Aber trotzdem bis. Also man merkt langsam, dass der Angriff so niedrig. Also so vernachlässigt wird quasi. Selbst wenn er immer noch so ein bisschen beim Durchschnitt ist. Und ein Onyx. Onyx. Nicht Onyx. Dann kommt lieber Mankey mit einem Fuß. So BÄM! Bam ins Gesicht! Halt, ne? Oh. Warum Klammergriff? Oh mein Gott. Fußkick. Boom. Weg. Jo. Das ist sehr gut. Und Mankey erhält 115 E-Punkte. Wow, du hast mich total überrumpelt. Nee, nicht so wirklich, aber. Ich heime Rimun. So.
Die scheiß Animation. Ich mag sie nicht. Komm. Da waren wir. Dum 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 dum. Dum dum dum. Har. Nein. Du kannst ja nichts einsetzen. Da hier die Attacke. Welche Attacke war hier eigentlich früher nochmal? Also, wenn man hochgegangen, also wenn man vom Eingang aus hochgegangen ist, dann nach links und dann runter sofort. Da war ja früher eine Wasserattacke. Eine Wasser-TM. Ich weiß nicht mehr, was für welche. Aquaknarre gab es nicht als TM, oder? Ich meine nicht. Weil die Attacke habe ich gerade irgendwie im Kopf, aber ich meine, das war die nicht. Naja, egal. Stachelspore, aber kannst du nicht machen, da. Ey, das kann doch nicht sein, oder? So. Ist er jetzt immer noch? Nein, jetzt nicht. Gut. Yay! Und ja. Kein Level-Up beiderseits, aber egal. Ich dachte, da wäre ein Item. Sah so verlässlich aus irgendwie. Und ein Paras Level 9. Mir fällt so ein, das hat eigentlich gar keinen Sinn. Komm, Celia. Oh, Celia ist auch gleich, hat auch gleich ein Level Up. Das ist schön. Deswegen machen wir einfach mal einen Schnabel. Wohl hoffentlich jetzt nicht. Gut. Und du bist besiegt sofort. Das ist schön. 45 und nein. Na komm. Auch wenn es jetzt ein verschwendeter Schutz quasi ist, aber der hilft ja auch ein bisschen schon mal. Und hier oben, genau, sollte. Genau, war ein Item. Ein Beleber. Das ist sehr gut. Ja, doch, kann man so sagen eigentlich. Das ist sehr gut. Und ein Zubat Level 9. Nein, 10 diesmal, okay. So, dann kommt Celia in den Kampf. Einfach damit sie jetzt auch den Level abbekommt, so wie Cliffhorst. Ein Silberblick. Das hat keine Wirkung, natürlich. Gut. Noch einmal, ja, doch. Ja, das macht nicht viel Damage. Ein KP soll es eigentlich abziehen. Ja, doch. Ja. Und natürlich paralysiert, oder? Nee, wow. Me is impressed. So, jetzt, wenn ich natürlich angreifen will, jetzt kommt die Paralyse nämlich zum Einsatz. Oder? 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 Ora, ora. Ja, sag's doch. Das war irgendwie zu, bedenken. Zu, wie heißt das jetzt? Zu erwarten, das. Genau. Und Schnabel. Na, zieht nicht sonderlich viel ab, aber okay. Und ist paralysiert. Natürlich ist es paralysiert. Ein KP. Weniger macht nichts aus. Deswegen einfach mal den Schnabel vollführen und ja, bla, ne? Oh, wow, zweimal in Folge sogar. Das ist sehr schön. Und yay, Clifford erreicht Level 10. Ja, also langsam, ja vor allem die Initiative merkt man, dass sie halt durch angestiegen ist. Ja, das bei Celia ist es auch langsam anzusehen. Ich frage mich jetzt nur, aber... Jetzt, ich meine, ist klar, aber 32, ja. Wie viel? 28? Okay. Ja, okay. Mal schauen, habe ich eigentlich Paraheiler oder so? Nee, habe ich... Ja, habe ich ja beim letzten Part ausgegeben, den letzten. Also, halt, benutzt. Oh, mein letzter Schutz. Yay! Aber die ist ja nicht mehr so lang eigentlich. Geh Erwachsene nicht auf den Nerven. Nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Geh Apostroph bitte. Eigentlich. Naja, ist ja auch egal, ne? Oh, Ratfatz. Dann kommt Menki. Ja doch. Menki da.
Hyperzeiten ist nicht so schön. Genau deswegen. Und ich sehe, die Zeit ist um. Yo, das war Pokémon Feuerrot für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche noch einen traumhaften Tag. Tschüss.